Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Nina und jetzt ist Hairtime. Ja, ich schaue heute noch ein bisschen durcheinander aus. Ich habe mir einfach überlegt, ich werde euch heute mal zeigen, wie ich mir selber die Locken reindrehe. Und dafür gehe ich jetzt erstmal Haare waschen. So, jetzt habe ich mir einmal die Haare gewaschen. Ich werde jetzt in meine Haare einmal ein bisschen Primer geben. Ich mische das ganz gerne mit dem Öl zusammen. Und im Anschluss mache ich mir noch ein bisschen von dem Control Freak rein. Das ist ein Haargel und das mache ich eben rein, damit mir dann die Locken besser halten. So, jetzt sind meine Haare einmal trocken geföhnt. Das Einzige, was ihr jetzt noch braucht, sind zwei Klipse und natürlich einen Lockenstab. Ich verwende seit Jahren schon den SheArc. Ich liebe den. Also ich komme persönlich mit dem am besten zurecht. Aber ihr könnt natürlich verwenden, was immer ihr möchtet. Ja, was ich immer gerne mache, ist, dass ich mir das Ganze einfach nur in zwei Hälften teile. Und dann einfach ja, hier zwei Abteilungen mache. Klipp mir die einmal weg und dann klipp ich mir die Hälfte einmal weg. Das ist aber ein bisschen schwierig hier mit dem Handy. Ja. Okay, dass ich jetzt nur noch so ein dünnes Passé habe. Ja, dann haben wir jetzt hier so ein dünnes Passé. Ja, was ich immer wichtig finde ist, ich arbeite niemals irgendwie so hinterm Kopf mit den Armen oben, außer ihr seid sehr sportlich, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne machen. Also mir fallen dabei die Arme ab. Deswegen mache ich das Ganze ein bisschen entspannter und ich drehe mir das Ganze nämlich so ein. Die Spitze lasse ich immer draußen, damit es einfach ein bisschen natürlicher aussieht. Und ich finde, wenn man so seitlich arbeitet, also einmal links und dann auf der anderen Seite genauso, dann fallen einem die Arme nicht ab. So, dann warte ich immer ein bisschen, dass es ein bisschen auskühlen kann und dann lasse ich es einfach fallen. Dann kommt schon die nächste Strähne. Die Spitze lasse ich auch wieder draußen. Dann lasse ich das immer wieder so ein bisschen auskühlen. So, dann kann ich das nächste Passé einmal öffnen. Oder auch nicht. Und wenn man da ein bisschen geübt drin ist, also dann geht das echt mega, mega schnell. Zack, das nächste Passé. So, und dann gebe ich gleich ein bisschen Haarspray rein. Aber ich kenne das noch nicht aus. Also ich lasse die immer erst einmal so noch wirklich richtig schön auskühlen. So, jetzt kommt die andere Seite. Die teile ich mir dann auch wieder in drei Abteilungen ab. Und hier arbeite ich dann quasi in die Richtung. Also hier arbeite ich so und da arbeite ich so. Und dann fallen einem nämlich nicht die Arme ab und man kann es einfach ein bisschen besser kontrollieren und hat nicht so ein Chaos auf dem Kopf. Musik.
Ja, und jetzt ist das Wichtigste eigentlich nur, dass man eben einmal Haarspray drauf gibt zum Fixieren und dann schüttel ich das immer einfach so ein bisschen aus. Oder ich nehme mir dann immer gern noch eine Bürste mit dazu und kämme da so ganz vorsichtig leicht durch. Fertig sind die Locken. Ja, das war jetzt ein kurzes, schnelles Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst es uns wissen, lasst uns ein Like da, schreibt Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund und bis bald.